Giselle! Alter Schwede, ey, ich wundere mich, warum ist denn das so schwer? Darf ich das so weit zeigen? Oh! Gisela! Oh, mit Blöden. Ach, guck mal. Also, wenn hier drin steht, bitte nicht vorlesen, dann zeige ich nur. Ach so, ne? Das ist ja nicht schlimm. Ich Zeit. finde das ja süß. Sehe. Ich bin mutlos. Mein Gott, das passiert mir doch auch. Warte, zeig mir nochmal. Ich habe dir, in Klammern euch, ein paar Sachen eingepackt. Die Haarprodukte hatte ich doppelt. Viel Spaß damit, liebe Grüße. Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, Mann. Pass mal auf, bitte. Doch, Minka darf ich sagen, bestimmt. Einmal Ja. das. Fruchtis. Fruchtis, keine Ahnung, ja, Aloe Vera Air Dry Cream. Das ist eine Leave-In-Cream. Das kann man drinnen lassen, wie eine Haarmaske, denke ich mal. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ja, ihr nehmt es oft, ne? Naja, ich. Aber klingt interessant. Ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl. Ach krass. Dankeschön. Ich würde ja Dankeschön. am liebsten riechen, aber geht ja nicht. Dann haben wir Schauma, sieben Kräuter. Boah, das können wir aber riechen. Ja, boah, ich liebe ja so Naturdüfte. Als ob du so einen Ja. Waldspaziergang machst. Zeige ich mal von vorne, weil dazu kann ich ja jetzt nicht viel sagen. Aber Dankeschön. Dann haben wir noch ein Shampoo von Ghoul. Ghoul ist eigentlich Sieht aus wie ein gut. Smoothie. Das habe ich noch nie gesehen im Laden. Vielleicht ist es von Müller oder Happy so. Vibes. Das ist ja krass. Ich dachte zuerst, es lag so drin. Dachte mir so, oh cool, ein Smoothie. Oh, jetzt bist du traurig, wa? Riecht aber wie einer. Ja, riecht wie Ghoul. Danke. Ghoul riecht auch so. Gummibären! Wuhu! So. Oh, wir waren da mal shoppen, ne? Bei Vera Moda. Heute. Wie sie grinst. Ach, das ist süß. Zeit. Ich sortiere Gab's die denn mal? Ich habe die noch nie gesehen. Wir kennen das ganze Essenssortiment. Erzähl mal bitte, wann gab es die? Oh. Lashmania. Vielleicht war die mal vor 5 Jahren in der LE. Ich glaube, sie sammelt ja so die Sachen. Aber die sieht schön aus. Ja, die ist richtig schön. Voll Holo. Die ist voll hübsch. YOLO. YOLO. Ja, richtig schön. Verwandelt Foundation in wasserfestes Make-up. Mama, Oh, ach, cool. sag Ja. mal, aber sag mal Rüffel. Rüffel. Geil. Eine Hydra-Bomb Mask. Bombs? Aus Ukraine. Bomb. Auch cool. Facial Sheet Mask. Der ist ja cool. Ach so, hier schießt man es dann sozusagen in die Packung nach oben. Habe ich mich gerade gefragt, wie tränkt man jetzt diese Maske ein? Dann ist da so eine Anleitung. Ach, ist ja cool. Habe ich auch noch nicht gesehen bei uns im Laden. Dann eine Hydra-Bomb-Maske. Dankeschön. Doch, ich glaube, die gibt es bei uns. Ja? Auch in Gelb. Die, wo man es nach oben knetet? Ja, so, Ach, das sieht. krass. Habe ich noch gar nicht gesehen. Dann eine The Beauty Mask. Oh, mit Bubble-Effekt. Ich möchte einmal bubbeln. Bubbeln. Also einmal hatte ich ja schon fast so einen Erfolg, aber dass ich so ein aufgeplatztes Michelin-Gesicht hatte, ist bei mir noch nie passiert. Werde ich auf jeden Fall probieren. Dankeschön. Dann haben wir Altera feste Gesichtsreinigung, Bio-Alge. Das duftet Bio-Alge. aber auch schön. Das ist von Rossmann. Ach krass, wie so ein typischer Naturstein. So völlig bio, hoffen wir mal. Oh, der riecht aber gut. Ach, hier hinten sind auch die Inhaltsangaben. Oh ja, der Geruch gefällt mir aber wirklich. Das riecht auch gut. Auch hier danke. Das riecht auch gut. Ach, ein Babyhaar Styling Stick.
Habe ich meinen vor kurzem weggeschmissen. Oh. Weil das ist ja wirklich eine Mascara mit eingetunkten. Ich krieg doch immer so eine Macke. Ach, deswegen bestimmt. Kann man das nicht auch wie Augenbrauen nehmen? Theoretisch? Bestimmt, aber riech mal. Oh ja. Das riecht echt lecker. Weil meine Haare stehen manchmal ab wie so ein Busch. Ja. Hier, guck mal. Können wir da oben kennen. Ich kenne das. Ja, sehr cool. Ach, das ist aber im Gegensatz zu Gatsby ist das ja aber schön flüssig. Also. Ja, Gatsby ist ja Haarkleber und das ist. Ach so. Aber das Flüssigere gefällt mir besser. Hier. Ui. Sieht aus, als ob mir ein Vogel. Ich mag den. Trophy schissen. Dankeschön. Danke. Werde ich auf jeden Fall mit Mausi probieren. Guck mal, er ist ein Nagellack. Mark Gel Shine. Der ist schön. So ein Metallic Rot. Komm mir irgendwie veralbelt vor. Wie sortiert Make-up aus und dann kommt hier wieder so eine Ladung. Leberwurstfarben. Trended up. Ich habe den übrigens gerade drauf in eine Rosé oder Pink. Du stehst doch so auf Leberwurst. Das ist doch Leberwurstfarbe. Farbe. Nee, das, Entschuldigung. Das mag ich nicht. Nee? Farbton an mir. Ich ja. Das ist die 020, falls jemand interessiert ist. Klebt mir hier schon wieder unterm Nagel. Oh. Der Louis. Also mal, geh nochmal weg. Doch, die Farbe gefällt mir. Würde jetzt auch zum Pullover cool passen. Ist es nicht eine Yves Rocher? Eine Marke aus der Apotheke? Das weiß ich nicht. Kann sein, dass sie da was verkaufen, ja. Weil wenn nicht, dann ist es jetzt peinlich. Oh, der Farbton ist auch super Ey, schön. Ey, jetzt pack mal das Ding wieder rein. Achso, nee, kannst das du. Das lag doch drin. Ja, habe ich schon geguckt. Kannst du nehmen. Ich nehme die anderen. Der ist schön. Von wo ist der? Das ist Pearly Rose. Ach, M. Asam. Mhm. Ach krass, du liebst die Marke, hier steht sie auch drauf. Ich voll Klüppel, hab's gar nicht gesehen. Dann nochmal was von M. Asam. Magic Finish Isator Blush. Oh, auch schön. Das ist schön. Was sind denn meine Nägel? Na, schön? Bin ein bisschen zu hoch gerutscht. Das passiert mir immer vor der Kamera. Da sind jetzt zwei Flecken in deinem Gesicht. Scheiße. Verblende mal. Warum ich? Mach mal. Ich wusste gar nicht, dass es so doll ist. Also so. Es ist ja gut, dass man da nicht ewig rumschmieren muss. Aber ich bin verrutscht hier oben. Aber schön. Definitiv. Dann haben wir noch. Ich komme ganz durcheinander. Nochmal M. Asam. Auch so ein roséfarbener Ton. Auch voll schön. Das ist die. Nee, ohne Farbnummer. Almond. Mandel. Und dann nochmal Magic Finish Satin Lipstick. Ach Gott, ist das ein kleiner. Ach Gott, ja, ist der süß. Meine. Ist der niedlich. Der ist ja richtig süß. Ist es die gleiche Farbe? Nee, dachte ich auch. Aber das ist. Honey Blush. Yeah. Oh, das ist ein schöner Farbton. Und dann so voll klein. Voll mini. Ja. Voll süß. Dann als Terra Natur Kosmetik haben wir. Oh, eine Tagescreme. 24 Stunden Feuchtigkeit spendend. Na rauf, da gib ihm. Giselle beäugelt hier ihre Wimpern. Oh, mit Holz. Optik. Das ist ja nicht Holz, oder? Holz und Plastik. Oh, die riecht aber gut. Das ist Holz. Ja, aber warum ist hier dann Plastik drin? Also für die Deko natürlich. Oh, die riecht aber gut. Danke. Nee, ernsthaft. Nordic. Ich halte sie mal rein. Also die ist vom Duft wirklich sehr, sehr schön. Seht ihr das? Oh. Auch wirklich flüssig. Riech mal. So zitronig, so total frisch. Ja.
Gut, wa? Na, Pfirsich. Stimmt. Stimmt. Aber hier ist jetzt nicht irgendwie eine... Rosengewächs. Mineralöl. Ja, moin. Aber riecht auf jeden Fall gut, ist die Hauptsache. Dann haben wir hier von M. Asam Magic Finish Volume Lip Balm. Plus Volumenpeptid. Perfekt aussehen in einer Minute. Ich sag's euch. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. Oh, ich krieg nicht mal eine Packung ordentlich auf. Schande auf. Schande auf mein Haupt. Die ist noch drin. Oh ja. Brauchen Sie Hilfe? Nee, ich will das jetzt alleine schaffen. Sowas wurmt mich. Weil die immer denken, man kann nichts mit Nägeln. Dauert halt länger. Boah, riech mal. Ey, du hast ja deinen Kolben schon drin. Oh, wie Kau... an irgendeinem Bonbon, gib Kaugummi. Mal gib mal. Ja, aber ohne Kolben drin. Ja, ja, gib mal noch mal. Krass, riecht die lecker. Dankeschön. Kennst du diese Lutschpastillen, die auf der einen Seite so rau sind für die Zunge? Und nee. Mit dem Jungen drauf aus der Apotheke, die Wildkirsche. Nee. Oder Fisherman Friends. Kommt oder so. Oh. Ja, selber. Jetzt haben wir's, der war ein bisschen zu lang. Ey. Oh, lecker riecht das. Dankeschön. Frisch. So. Werde ich auf jeden Fall testen. Das ist ein Lippenstift. Lip Power sagt mir gar nichts. Den behältst du bitte. Rot, rot, rot. Nein, der ist gut. Der sieht auch sehr edel aus. Wann war die drin? Der ist echt schön. Sortiment. Oh. Ich weiß es nicht. Wann die Holo. Dann haben wir hier noch einen Eyeliner. Der ist blau. Echt? Ach so. Ach, die Mascara? Nein. Ach so, Eyeliner. Der Lidschatten. Eyeliner. Eyeliner, Mann. Ach, der ist blau. Oh nee, das kann ich jetzt nicht machen. Ich habe einen braunen Pullover an. Was ist hier eigentlich schon wieder passiert? Haben wir wieder gegen Wind gepennt? Wir waren nämlich gerade einkaufen. So, jetzt zeigst du mir mal Schatten. Wo der steht. Oh, also den werde ich auf jeden Fall. Hast du nicht geswatcht? Du hast den auf der Arm. Den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dankeschön. Der blaue. Ist ein schön. Also, schwer zu erkennen, das blaue ist der Eyeliner, weißt du? Voll schön. Dann haben wir hier noch M. Asam. Ein Magic Finish Ultimate Lip Gloss. Das macht bestimmt Mausi. Weiß ich nicht. Erst im Sommer kommt. Süß. Oh, der sieht aber schön aus. Der glitzert total. Der ist schön. Aber ich kann es leider nicht wegen dem Klebezeugs. Aber mega, Dankeschön. Meine. Deine hast du schon. Obwohl, Maybelline. Die kannst du nehmen, wenn du möchtest. Ja, ich habe noch so eine. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme davon nur die grüne. Du kannst sie haben. Ah, okay, gut, danke. Einmal Maybelline. Die hatte ich damals als wasserfest. Auch. Echt? Ja. Oh, na, mit der Bürste. Die ist cool. Obwohl, die ist ja geformt wie so eine Wimpernzange, so ein Applikator. Ich habe damals angefangen, meine Wimpern zu schminken. Das wäre wahrscheinlich so die einzige, die ich tatsächlich sogar auch mal testen würde. So. Aber alle anderen Silikonbürsten, boah. Aber cool. Na, du kennst die ja, ne? Ja, die ist ganz gut. Ist doch schön. Ja, und die nimmt sie auch. Ich nehme ja davon immer die grüne, weil die bei mir, weiß ich auch nicht warum. Die ist toll. Hab noch nie rüber gewechselt zu der blauen. Vielleicht sollte ich das auch mal tun irgendwann, aber jetzt mache ich meins noch. Ja, ich habe vergessen, dass wir irgendwas nicht gezeigt haben. Doch, wir haben alles gezeigt, ne? Guck mal rein. Doch, wir haben das zum Beispiel noch nicht gezeigt. Oh. Dann das haben wir noch nicht. Ja, weil du immer rausholst, ich sehe ja gar nichts. Das haben wir noch nicht. Warte mal. Auch noch nicht. Oh, noch eine Maske. Na, die Mascara waren ja alle für dich. Ja, trotzdem. Könnt ihr mal nachgucken. Volume, Wonderlux Volume von Manhattan. Vielleicht, falls es euch interessiert. Oh, die hatte ich auch. Die habe ich immer noch. Können wir mal hier die Bürste reinhalten? Silikonbürstchen. Ist sie gut? Ah, oh, nee, ich glaube, die habe ich doch nicht. Ey, ich weiß nicht, keine Ahnung, kein Überblick. Ich habe die nicht mal getestet. So sieht sie aus.
Oh. Die habe ich nämlich auch geschenkt bekommen. Wo ist die Schrift? Ach, das spiegelt zu sehr. Mabel Manhattan. Dann haben wir hier ohne verschlossene von Yves Rocher. Mascara 360 Grad Bürstchen. Ach krass. Die ist ja auch interessant für die unteren Wimpern bestimmt. Können wir auspacken? Da, ja, mach. Danke. Dann haben wir von Avon True Color ein Lipgloss in einer Rosé-Note. Oh, auch schön, Perlmutt. Ich hoffe, die ist jetzt nicht blau. Warum? Wäre doch nicht schlimm. Na, ich frage kein Blau. Love oder L-O-V? Nee, Love. Love. Matt Devotion. So einen habe ich auch, die sind auch ganz cool. Das ist doch auch leberwurstfarbend. Ach so, deswegen hast du sie auch, wa? Aber ich weiß nicht, ob ich das. Ey, das ist richtig Leberwurst. Das ist richtig Leberwurst. Weil ich muss euch erzählen, die Maus, also von der Maus, die uns das Paket geschickt hat. So. Sie steht auf Leberwurstfarben. Ah, ich dachte, die ganze Zeit ist von mir. Und da, deswegen, ich immer so, was sind denn Leberwurstfarben? Und dann, bei ihr ist ganz wichtig, ohne Pinkstich ihre Leberwurst. Also sie scheint schon schlecht zu sein, weil meine Leberwürste haben immer noch so einen Pinkstich. Und ihre Leberwürste sind hier die hier, so in dem Ticken. Aber die ist ja wirklich, das ist ja hier Bärenwurst, Bärchenwurst. Mein Favorit von Schmierwurst. Ich krieg's nicht auf. Power Effect. Reval de Young. Die kenne ich auch nicht. Gibt's auch gar nicht mehr. Oh geil, das ist aber so eine coole Bürste. Die Bürsten, die ich mag. Kein Silikon. Nimm sie, komm. Nimm. Erspart euch bitte den Witz. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas. Nein. Dann Waterproof Make-up Drops. Verwandelt Foundation in wasserfestes Make-up. Ach, das hast du ja erzählt, ne? Oh, das ist auch noch zu. Das ist von Revival Loves Me. Das dann ist die neue Marke davon. Das war die alte. Ja, ja, das weiß ich ja. Vielleicht die Zuschauer. Ach so, oh, Entschuldigung. Mann. Aber die werde ich jetzt nicht öffnen. Die probiere ich dann wirklich mal. Warum? In so einer Tages. Naja, warum soll ich die jetzt aufmachen? Die sind zu. Naja, aber. Ja, okay, dann mach du. Weil der Kleber. Ich kann es ja jetzt schenken, sowieso. Mensch. Riecht nach Gummi. Aber was passiert hier? Was ist hier drin? Wachs oder so? Ich weiß es nicht. Wie kann man es wasserfest machen? Isododecano. Das riecht schon voll chemisch. Siloxylate, Isoicosano. Das riecht wie ein Gel von mir aus der Nagelecke. Ja. Riech mal, hast du gerochen? Ja. Wie so ein Nagelgel. Nee. Doch. Ich jetzt nicht. Ich habe ein Gel, was genauso duftet, wo ich immer sage, oh, riecht es lecker. Oh Gott. Oh, ey, da bin ich ja echt mal gespannt. Was passiert damit? Fühlt sich an wie Öl. Vielleicht wie so ein Primer. Ja, Primer sorgt aber nicht für wasserfest in der Öl. Das stimmt, wie Öl. Also doch vielleicht ein bisschen wachsartig, dass es dann besser hält. Einen Tropfen zum verwendeten Make-up geben. Die Dosierung je nach verwendeter Menge des Make-ups anpassen. Kicken wir mal, wa? Während hier verlulatscht. Garantiert schwitzfest, also sweatproof. Ja, so, das ist ja so eine Sache. Sehr krass. Dankeschön, meine liebe Minka. Vielen Dank. So lieb von dir. Mausi freut sich auch, aber sie wollte jetzt nicht frontal drin sein. Nein. Also ja, ich freue mich. Nicht frontal drin sein, ja, ich weiß. Aber wir haben uns richtig gefreut. Schon auf dem Weg hierher hat es behutsam getragen, von der Packstation bis nach Hause. Jawohl. Und echt schön, danke schön. Vielen Dank. 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 Danke. Danke. Vielen Dank, danke schön. Sag. Danke. Ist ja ekelhaft. Musste ja irgendwas noch passieren. Aber ein schönes Sternchen hast du gemalt mit dem blauen. Okay, wir wissen schon, bei der rote ist nicht. Naja, du hast auch eine dicke Schicht drauf gemacht. Der hat ja gar nicht. Ja. Na, wirklich? Hier, gucken Sie sich das an. Es geht aber nicht darum, dass es wasserfest sein soll, sondern Mausi sollte ja auch ihren Spaß haben. Dankeschön, Minka. Vielen Dank. Tschüss. Und an alle anderen, Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wir sehen uns hoffentlich wieder.
Wie behindert das aussehen muss, wenn niemand neben dir sitzt, ey. Aber wie sie sich freut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hä? Also ja. Sie grinst. Ja, siehst du? Sie will wahrscheinlich ein Lied irgendwie hören. Nee, danke. Ich meine, ein Schlaflied oder so? Nein. Vermisst du das nicht von mir? Nein. Schlaf, okay. Dann habe ich ein Schlaflied von dir bekommen. Na, damals. Ja, du hast dich von mich daran erinnern, als ich. Natürlich. Frisch auf der Welt war? Lieber nicht. Vergleichbar mit der hier. Danke. So, Tagchen, ihr Lieben. Unboxing findet heute mal im Freien statt, ja? Also, habe ich ausgepackt alles. Schön gummiert. Also wirklich sehr, sehr toll. Hinten hat man auch so ein Kreuzband. Und breit. Auf jeden Fall, der Halt ist gegeben, ja? Dann breites Bündchen. Machen wir mal hier. Also ich muss jetzt eine Jacke drüber haben, weil so warm ist es leider doch nicht. Aber durch die Teilsequenzen seht ihr so ein bisschen. Hier wieder mein Lieblingsreflektor. Reflektor? Reflektoren. Die leuchten im Dunkeln. Ne? Und was ich ja diesmal ganz cool finde. Warte mal. Das. Zuerst dachte ich, meine Haut guckt durch. Aber das ist so ein Aufdruck. Mega. Richtig geil. Sorry für das Wort geil, aber... Mir passen die Sachen 1A, egal welche Größe, M oder L, auch oberhalb. Und den Rest seht ihr ja dann später, ne? Und draußen habe ich es jetzt getragen, damit man sieht, dass ich es wirklich auch mit der Jacke kombinieren kann. Also man muss es nicht nur zum Sport tragen, das ist dieser schöne Wet Look hier. Daniela und Manoli. Die sind ja so begeistert von irgend so einem Feentee. Jetzt muss ich mal bei DM gucken, weil bei Rewe hatten sie den nicht. Guck mal deine rechte Jackentasche. Du bist so bescheuert.
Wie kommt die hier rein? Hast du da reingesteckt? Und wo ist meine Flöte? Du bist eigentlich immer ein Straight Shooter, aber da bist du so, was so. Oh, was ist denn das für ein wichtiges Produkt, sag mal. Verarsch mich nicht. Bist du es durch? Ey, das riecht voll gut. Das ist sowas von stark, nee. Das ist auch keine Baumwolle, das ist Kloduft. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist Parfüm. Ja. Was soll denn? Oh nee, überstark. Ja, wenn sie nicht riechen, meckerst du auch. Nee, nicht riechen sollen. Melone, sie Gurke. Und das geht. Das ist jetzt wieder gekauft. Wie viel verbraucht du davon? Ich habe auch das Stinken dabei. Weil ich es schön finde. So, warte. Nee, darfst nicht mehr zurück. Nee. Nö. 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 Nein. Oder war der von Messner? Nee. Nimm ich die beiden. Beide? Ich nehme beide Kerzen. Nehmen wir, ja. Ich wollte hier noch in deine Abteilung. Willst du nicht, was ich damit sage? Was? Willst du nicht, was ich damit sage? Ich weiß doch, guck mal. Baby, du weißt doch. Ich kenne dich nicht. Nehmen Sie bitte den Mann hinter mir weg, danke. Wo bleibst du denn überall stehen? Ich bin gerade hungrig, merkst du das? Banane, Brezel. Dann nimm dir doch lieber einen Riegel von da hinten. Bitte einen Riegel. Knabber mal aber. Echt? Das haben wir gleich an. Was sieht aus?